In diesem Video möchte ich dir die Vermittlungsplattform Auftrittsmarkt etwas vorstellen, wie das Ganze funktioniert, was das ist und wie einfach es ist, einen Auftrag von Hochzeit.Management, den du nicht annehmen kannst oder willst, an deine Kollegen, Freunde oder aber auch an jemanden, den du nicht kennst, zu vermitteln und eventuell Provision zu bekommen. Wie das Ganze technisch funktioniert, ist in einem anderen Video schon erklärt. Hier mal kurz ein Überblick. Wenn du einen Auftrag hast, den du nicht haben möchtest, weil das Budget nicht passt, weil das Brautpaar nicht zu dir passt oder weil das Brautpaar einfach sagt, du bist einfach zu teuer oder was auch immer, dann kannst du dem Brautpaar trotzdem noch helfen und sagen, hey, wir zwei passen einfach nicht zusammen, aber ich habe super Kollegen, die würden gut zu dir passen. Ich habe da ein Netzwerk, da weiß ich, da stimmt die Qualität und du musst nicht mehr alle 100.000 Dienstleister anfragen und schauen, ob sie noch verfügbar sind, sondern du bekommst dann eine Liste mit Leuten, die verfügbar sind und die auch wollen die Hochzeit oder den Auftrag haben wollen und das Ganze ist super einfach. Du musst einfach nur einmal das Ganze hier ausfüllen, ja, das ist relativ einfach, du gibst den Ort an, die Beschreibung, ob du das Budget, also das Budget vom Brautpaar oder vom Kunden, was ist das Mindestbudget, das Maximumbudget und ob du eine Provision haben möchtest oder eben nicht. Du brauchst auf jeden Fall einen Account bei Auftrittsmarkt. Auftrittsmarkt ist eine Plattform aus Deutschland, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Vermittlung zwischen Dienstleistern, aktuell Bands, DJs, Fotografen, Videografen und Trauerrednern so einfach wie möglich zu machen. So einfach wie möglich für dich als Dienstleister, der den Auftrag vermittelt, so einfach wie möglich als Brautpaar oder Kunde, der den besten Dienstleister suchen oder finden möchte, aber auch für Dienstleister, die eben sich bewerben und einen Auftrag ergattern möchten. Auch für die ist es so einfach wie möglich. Wie funktioniert das? Du erstellst dir einmal einen Account bei Auftrittsmarkt, verbindest dann Auftrittsmarkt mit Hochzeit.Management. Wie gesagt, das habe ich schon im eigenen Video erklärt. Füllst einmal das Ganze aus und dann ist die Vermittlung in Auftrittsmarkt drinnen. Im Prinzip musst du, sobald du den Auftrag zu Auftrittsmarkt vermittelt hast, nichts mehr machen. Das funktioniert völlig automatisch ohne deinem Zutun. Aber ich möchte das trotzdem erklären, wie das Ganze funktioniert. Punkt Nummer 1 ist, jetzt, sobald du die Vermittlung erstellt hast, werden deine Freunde, deine Kollegen oder aber auch der Markt, je nachdem wie du das eingestellt hast, angefragt und bekommen eine E-Mail, wo steht, hey, es gibt eine neue Vermittlung, das ist das Budget, das ist der Ort, das ist das Brautpaar, möchtest du diese Vermittlung annehmen, kannst du die Vermittlung annehmen, passt das Brautpaar und das Budget zu dir, ja oder nein. Und das passiert jetzt bei all deinen Freunden und Kollegen, maximal 8 Stück, und oder auch am Markt. Der Markt ist eine Sammlung von Dienstleistern, die du nicht kennst, aber die sich auf den Auftritt oder den Job bewerben wollen. Das Brautpaar bekommt dann eine Empfehlung, also sobald der Markt und oder die Freunde, Kollegen gesagt haben, sie haben Zeit, siehst du das erstens, wer hat Zeit, also das ist dann hier eine Liste mit wer hat Zeit, die Admin Band, das ist jetzt nur ein Test, hat eben noch nicht gesagt, ob er Zeit hat, aber sobald sie gesagt haben, sie haben Zeit oder nicht, bekommt das Brautpaar eine E-Mail, wo steht, hey, wir haben jetzt einige Dienstleister angefragt, die haben Zeit, die wollen den Auftrag, die passen gut zu dir, schau dir das gerne bitte mal an. Und dann bekommt das Brautpaar so eine Übersicht, wo sie sich Videos vom Dienstleister anschauen können, Referenzen, Repertoires, Beschreibung, wie gesagt, das ist jetzt nur ein Testaccount, auch die Kundenmeinungen und das eben von Dienstleistern, die zugesagt haben, die gesagt haben, ja, ich habe Zeit an dem Datum, ja, das Budget passt für mich. Und das Brautpaar bekommt dann automatisch eben diese Übersicht, kann sich dann mit den Dienstleistern in Kontakt treten, kann es anschauen, kann sagen, ja, der passt zu mir, nein, der passt nicht zu mir. Und am Ende des Tages entscheidet sich das Brautpaar für einen Dienstleister oder eben nicht. Also wenn das Brautpaar sagt, nee, da passt nichts, dann passiert auch keine Vermittlung. Wenn das Brautpaar sagt, ja, der Dienstleister ist cool, dann wird das Brautpaar das bestätigen. Der Dienstleister bekommt den Auftrag, das Brautpaar ist glücklich,
du bist glücklich und der Dienstleister, der den Auftrag bekommt, ist ebenfalls glücklich. So. Und sobald dann der Auftrag vorbei ist, bekommst du die Meldung, hey, der Auftrag wurde eben vermittelt und ist abgeschlossen. Du musst jetzt die Rechnung von der Provision, die du erstellt hast, ausstellen. Das heißt, wenn du eine Provision gesagt hast, hey, ich möchte bitte 50 Euro oder 10 Euro oder 10% oder wie auch immer, dann musst du die Rechnung dafür ausstellen an den Kollegen, der eben den Job bekommen hat. Und ja, dann bekommst du Provision. Wenn du gesagt hast, das ist gratis, du machst das for free, dann bekommst du Karma-Punkte. Also auf dein Karma-Konto. Du musst nichts mehr machen, aber es ist ein gutes Gefühl und es ist ein Geben und Nehmen, je nachdem, wie du das haben möchtest. Ein Wort noch zum Markt. Wie gesagt, du kannst auch sagen, es dürfen sich auch Leute, die du nicht kennst, auf diesen Job bewerben. Das mag für viele vielleicht jetzt mal befremdlich klingen, vor allem für uns Fotografen. Bei den DJs und Bands ist es eher gang und gäbe, glaube ich. Aber das könnte durchaus passen, dass du sagst, ich kenne den nicht, aber ich vermittle den trotzdem. Das Brautpaar bekommt eine ganz eindeutige Meldung. Achtung, du kennst den Dienstleister nicht, du kannst nicht für die Qualität einstehen, aber er hat sich trotzdem beworben und er könnte trotzdem passen. Bei deinen Freunden und Kollegen kannst du dafür sorgen, dass eben die Qualität passt. Da weiß das Brautpaar auch, dass das passt und dass du die kennst. Wenn sich jemand vom Markt bewirbt, wo du den eben nicht kennst, kommt auch hier eine ganz große Meldung fürs Brautpaar, wo drauf steht, hey, ich kenne den nicht. Wenn du jetzt aber zum Beispiel ganz, ganz viele anonymisierte Anfragen bekommst, wo du sagst, hey, die passen nicht zu mir und irgendwie, und ich habe einfach beim Marketing so viel richtig gemacht, dass ich so viele Anfragen habe, aber ich kann gar nicht alle annehmen, möchte aber trotzdem 20, 30 Euro, 40 Euro pro Anfrage bekommen, dann wäre das eine Option, diesen Auftrag, den du nicht annehmen kannst, an Auftrittsmarkt zu vermitteln. Der Markt kann sich dann darauf bewerben, also fremde Dienstleister. Es entsteht ein Auftrag zwischen Brautpaar und einem Dienstleister, den du nicht kennst, und du bekommst dafür 50 Euro, 40 Euro, wie auch immer. Musst du überlegen, ich finde es eine coole Option, ich finde es eine gute Möglichkeit. Wenn ich Kollegen, Freunde habe, denen ich das weitergeben kann, dann mache ich das gerne kostenlos, dann passt das, das ist ein Geben und Nehmen vielleicht. Aber wenn ich so viele Anfragen bekomme und einfach beim Marketing so viel richtig gemacht habe, dann möchte ich ja dafür irgendwie auch belohnt werden und vielleicht auch das ein oder andere Geldstückchen entgegennehmen, dann wäre das eine gute Option. Aber musst du selbst entscheiden. Noch etwas, du kannst Auftrittsmarkt auch dazu verwenden, zu sagen, okay, du hast ein Brautpaar, das hat bei dir ein Fotografen, Hochzeitsshooting, wie auch immer, angenommen, aber das Brautpaar sucht noch einen DJ, noch einen Trauredner, dann kannst du das ebenfalls in Auftrittsmarkt sagen, hey, liebes Brautpaar, ich habe da noch zwei, drei Kollegen, die würden da perfekt passen, ich kenne die, ich habe mit denen schon oft zusammengearbeitet, schau dir das gerne hier auf Auftrittsmarkt an. Also, langes Video, coole Plattform, kurzer Sinn oder kurzes Wort, wie sagt man? Egal. Du kannst den Auftrag von Hochzeit.Management in Auftrittsmarkt rübervermitteln. Wie das Ganze technisch funktioniert, ist in einem eigenen Video erklärt. Und hier wollte ich dir einfach mal einen Überblick geben über die Plattform, wie denn das alles ausschaut, was denn das ist. Und wenn du irgendetwas vermisst oder wenn irgendwas nicht passt bei Auftrittsmarkt oder auch bei Hochzeit.Management, sag's uns gerne, wir arbeiten da ständig weiter. Wir arbeiten auch im engen Kontakt mit den Jungs von Auftrittsmarkt und ich finde, das ist eine Win-Win-Situation für uns alle. Alright, also nützt es gerne und wenn du Fragen hast, nütze gerne den Chat rechts unten. Wie immer sind wir für dich da.